beginne mit einem Zitat: Kultur der Aufnahme und der Solidarität, die Herausforderung durch Flüchtlinge und Migranten. Der Titel unseres Studientages ist in der Tat ein Zitat. Es ist ein Zitat von Papst Franziskus. Er hat dies einmal formuliert im Zusammenhang auch seiner Ausführungen, zum Beispiel als er bei seiner ersten Reise in Lampedusa war und diesen Skandal der weltweiten, wie er es nannte, Globalisierung, also der Gleichgültigkeit, markierte. Ich möchte Ihnen, also unter diesem Wort haben wir den Studientag gestellt bei der diesjährigen Frühjahrsvollversammlung. Gerne gebe ich Ihnen einige Hinweise auf den Studientag, der ja jetzt sozusagen die Halbzeitsituation hat. Wir haben heute Vormittag uns mit einigen Themenfeldern befasst, in besonderer Vielschichtigkeit. Zum Thema Migrationsforschung hat Professor Jochen Oltmer, er ist ja hier in unserer Runde auch, interessante und wichtige Hinweise gegeben, die gegenwärtigen Fluchtbewegungen dargestellt, auch im Kontext des historischen und aktuellen Migrationsgeschehens versucht zu deuten. Dann hatten wir zu Gast im Anschluss daran den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen, Volker Türk, der den Blick auf die globale Dimension von Fluchtphänomenen geschärft hat, einen Überblick gegeben hat über die internationale Flüchtlingshilfe. Schließlich berichtete, wurde eben schon erwähnt, von Matthias Kopp, Kardinal Francesco Montenegro aus Agrigent in Sizilien, zu dessen Erzdiözese die Insel Lampedusa gehört. Er berichtete sehr eindringlich von seinen Erfahrungen auf der Insel Lampedusa, aber in seinem ganzen Bistum und darüber hinaus der Situation in Italien, speziell in Süditalien. Kardinal Montenegro verleiht den vielen Menschen, die sich auf der Suche nach einem würdevollen Leben, einem Leben mit Zukunft, an den Außengrenzen Europas in Todesgefahr begeben, eine unüberhörbare Stimme. Neben diesen internationalen und europäischen Perspektiven beschäftigen uns heute auch konkrete Fragen, die sich der Kirche in Deutschland, in den Pfarrgemeinden, in allen Diözesen stellen. Die Berliner Caritas-Direktorin Professorin Ulrike Kostka hat die Bandbreite des sozialen Engagements beleuchtet. Ihr Vortrag wird gewissermaßen ergänzt ab heute Mittag durch einen Markt der guten Ideen, wie wir es genannt haben. 10 katholische Initiativen kommen mit den Bischöfen über die Arbeit mit Flüchtlingen ins Gespräch. Heute Nachmittag werden sich die Bischöfe dann auf mehrere Workshops verteilen, um Einzelfragen des Engagements für Flüchtlinge und für Migranten vertieft zu erörtern. Die pastoralen Herausforderungen bilden den Schwerpunkt am Ende des Studientages. Für die Kirche ein zentrales Thema, da infolge der gegenwärtigen Flucht- und Migrationsbewegungen auch die Zahl der Christen mit Migrationshintergrund weiter steigt. Dazu erwarten wir den Vortrag des Leiters der Hauptabteilung Seelsorge im Bistum Münster, Pater Manfred Kollig. Verehrte Anwesende, wenn die Kirche über Fragen von Flucht und Migration nachdenkt, dann geschieht dies immer mit einem wachen Blick für die politischen Entwicklungen. Das von Kardinal Marx schon häufiger angesprochene Spannungsverhältnis zwischen den Bedürfnissen der Flüchtlinge, der Aufnahmegesellschaft auf der anderen Seite ist uns heute Vormittag in einer Diskussion deutlich geworden mit dem Hamburger ersten Bürgermeister Olaf Scholz, dem bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und Caritas-Präsident Prälat Neher. Als Bischöfe können wir der Politik ja keine vorgefertigten Musterlösungen an die Hand geben, aber wir sind davon überzeugt, dass gerade bei weitreichenden Entscheidungen christliche Grundwerte eine tragfähige ethische Orientierungshilfe bieten. In diesem Sinn will die Kirche nicht Politik machen, sondern Politik ermöglichen, gangbare Wege, die eine breite gemeinsame Akzeptanz finden, auch in der Gesellschaft aufzeigen.
Ich will auf zwei Punkte in dem Kontext besonders hinweisen, die in der aktuellen Debatte und sicher weit darüber hinaus von Bedeutung sind. Zunächst einmal, es bleibt den Bischöfen ein besonderes Anliegen, dass das Recht auf Asyl als Individualrecht unangetastet bleibt. Und dies ist nur dann gewährleistet, wenn jeder, der bei uns Zuflucht sucht, Zugang zu einem individuellen, fairen und unvoreingenommenen Verfahren hat. Wir vermögen nicht zu erkennen, wie eine sogenannte Obergrenze für die Aufnahme von Flüchtlingen mit unserem Grundgesetz und mit den Verpflichtungen, die sich aus der Genfer Flüchtlingskonvention ergeben, kompatibel sein könnte, ganz abgesehen von den Problemen der praktischen Umsetzbarkeit. Darüber hinaus betonen die Bischöfe die Einheit der Familie. Sie ist ein hohes und schützenswertes Gut, das bei aller Diskussion über Einschränkungen des Familiennachzugs von Flüchtlingen nicht in den Hintergrund treten darf. Es waren heute gerade die beiden genannten Politiker, die in dem Kontext auch sehr deutlich bei allen Anmerkungen zu dem, was diese Thematik an noch weiteren ergänzenden Ausführungen braucht, welche möglicherweise von Ihnen geforderten Einschränkungen vorzusehen sind. Sie haben aber übereinstimmend gesagt, bei dem Familiennachzug darf man niemals vergessen, dass gerade das Erleben eines Zusammenhaltes in der Familie für diejenigen, die zu uns kommen als Flüchtende und Geflüchtete, ein ungemein hohes Gut ist im Sinne der Hilfe zur Integration. Wer ganz allein auf sich gestellt hier bleibt und bleiben muss, hat es ungleich schwerer, sich zu integrieren, als diejenigen, die sich begleitet und geschützt wissen von ihren Familienangehörigen. Oft genug wird eine falsche Akzentuierung nach meiner Wahrnehmung davor genommen, als wenn die Familie oder ich sage jetzt einmal etwas salopp, der Clan, so im orientalischen Sinn die Großfamilie, eher zu der ersten Keimzelle einer Parallelgesellschaft wird und dann dazu einlädt. Familie als Lebensraum ermöglicht leichter Integration, als wenn es eine Lebenssituation gibt, wo jemand ganz allein ist. Dabei bleibe ich. Wir wissen sehr wohl, dass die Politik in diesen Monaten schwierige Entscheidungen treffen muss. Gerade deshalb möchte die Kirche dazu ermutigen, den Wertegrundlagen unseres Gemeinwesens in diesem schwierigen politischen Feld treu zu bleiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Bischof Trelle. Herr Kardinal Marx. Ja, das Statement liegt Ihnen ja vor. Ich gebe einfach nur einige Hinweise, aber auch das geschriebene und das gesprochene Wort gelten gleichermaßen. Ein wichtiger Punkt für uns ist, dass wir uns als Bischöfe auch immer wieder informieren. Und dafür ist dieser Studientag, so kann ich zur Halbzeit doch auch sagen, eine sehr, sehr gute Gelegenheit. Wir wollen nicht einfach nur oberflächlich argumentieren oder reden, nicht Schlagzeilen machen, sondern den Dingen auf den Grund gehen und auch kontrovers diskutieren, aber auch analytisch uns wirklich mit den Dingen, mit den Personen, mit den Herausforderungen beschäftigen. Andernfalls ist ein wirkliches sozialethisches Urteil nicht üblich. Das haben wir jetzt nicht zum ersten Mal gemacht. Natürlich tun wir das auch all die Jahre. Wir haben die Migrationskommission, die intensiv sich mit diesem Thema beschäftigt, schon vor vielen Jahren eingerichtet. Seit 20 Jahren. Ich war selbst dabei als junger Weihbischof, weil wir damals schon diskutiert haben, das wird ein großes Thema bleiben, und zwar ein roter Faden, der sich durch alle Aufgaben auch der Kirche hindurchzieht. Ein weiterer Punkt: Wir wollen beitragen, Bischof Trelle hat es gesagt, dazu, dass Politik möglich wird. Also wir sind keine politischen Akteure im direkten Sinne, parteipolitisch, oder wir sind nicht der Staat. Wir möchten aber, dass in diesem Gemeinwesen Lösungen gefunden werden, die den Menschen dienen, besonders den Schwachen. Dazu gehören die Flüchtlinge, aber auch das ganze Gemeinwesen muss im Blick bleiben. Dazu gehört vor allen Dingen auch eine Kultur, das sagen wir ja heute oft, eine Kultur des Gesprächs, des Miteinanders, wo Polarisierung, Verschärfungen unterbleiben,
Anschuldigungen, Schuldzuweisungen, Polemik, die herabsetzt, ganze Gruppen pauschal beurteilt werden, in die eine und die andere Richtung. Deswegen ist es uns so wichtig, dass in der Kommunikation, in der öffentlichen Debatte, auch in der politischen Debatte, wieder Sachlichkeit stärker eintritt und wirklich versucht wird, nach Lösungen zu suchen, in einem Ton, in einer Art und Weise, die davon geprägt ist, den Konsens zu suchen. Denn in so einer großen gesellschaftlichen Herausforderung, niemand bestreitet das, kein Thema hat die Menschen in den letzten Jahren so erregt und auch in Bewegung gebracht wie dieses Thema, das wissen Sie alle. Aber umso mehr ist es politische Verantwortung, auch unsere Verantwortung als Kirche, doch zur Sachlichkeit, zu einem wirklichen Miteinander zu ermutigen. Denn diese Herausforderung können wir nur bestehen, wenn wir gemeinsam auf dem Weg bleiben auch. Das gilt besonders eben auch für die politisch Verantwortlichen. Ich möchte ein paar neue Zahlen einfach nennen, die Sie hier auch sehen in der Unterlage. Immer wieder wird gefragt, was machen wir? Natürlich werden wir unsere Hilfe auch weiter anpassen und verändern, nicht nach unten, sondern nach oben. Denn die Herausforderungen kristallisieren sich jetzt heraus. Wir wissen noch nicht genau, wie viele werden einen Asylstatus bekommen, der anerkannt ist. Wie viele werden hier bleiben? Wir haben es heute gehört. Niemand kann das genau voraussagen, wie sich das in den nächsten 1, 2, 3 Jahren entwickelt. Welche Personenzahl auf Dauer hier geduldet ist, auf unabsehbare Zeit, die natürlich den Familienzuzug brauchen. Das ist ein Menschenrecht dann, wenn ich auf Dauer oder auf unabsehbare Dauer in einem Land bin. Und da werden wir uns immer wieder auch anpassen mit unseren Projekten, mit unseren Finanzmitteln. Wir haben das ja auch von der Caritas gehört. Und wir werden ja auch darüber sprechen, das wird der Erzbischof noch sagen, in unseren Leitsätzen. Die Gesamtzahl 2015 war so, die 27 deutschen Bistümer und die kirchlichen Hilfswerke haben insgesamt 112 Millionen Euro für die Flüchtlingshilfe aufgewendet, 71 Millionen für Initiativen im Inland, 41 Millionen für Flüchtlingsprojekte in den Krisenregionen. Im Vergleich zu 2014, damals waren es 73 Millionen, also da kann man die Steigerung sehen. Und das wird sicher auch weitergehen. Das hängt von den Projekten ab und von der Herausforderung, die sich uns stellt. Vielfältig ist natürlich und für uns immer noch unüberschaubar, das haben wir heute wieder gehört, auch durch den Bericht der Caritas Berlin, das Netzwerk von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern. 5.100 Hauptamtliche rechnen. Wir sind in dieser Arbeit involviert, über 100.000 Ehrenamtliche. Und ich darf an dieser Stelle auch sagen, das hat ja die Caritas-Chefin von Berlin auch bestätigt, was ich auch erlebe, dass das Engagement nicht nachlässt. Es ist nicht wahr, dass die Schwierigkeiten natürlich nicht einfach zu lösen sind, wissen die Menschen, dass viele auch an die Grenze kommen dessen, was sie leisten können, aber dass es auch immer wieder neue Menschen gibt, die sich engagieren wollen. Ich kann das nicht erkennen, dass hier das wirkliche Engagement vorüber wäre. Das ist nicht richtig. Es geht weiter und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und es ist ein Schatz für unsere Gesellschaft, dass diese Bereitschaft da ist von vielen Menschen und dass die Pfarreien so ein wenig auch ein Kristallisationspunkt der Hilfe des Engagements sind. Der Sonderbeauftragte wird sicher gleich noch auf das kirchliche Engagement eingehen. Wir wissen alle, dass es keine schnellen und einfachen Lösungen gibt. Darüber haben wir heute gesprochen. Einigkeit war doch auch von wissenschaftlicher Seite, von politischer Seite, dass es ohne eine internationale Lösung nicht geht, dass die Fluchtursachen ein wichtiger Punkt sind, dass ein Recht auf Heimat da ist, dass die überwältigende Mehrheit ja nicht zu uns kommt, weil sie nicht in Not ist, sondern weil sie in Not ist. Und dass nicht diese Menschen, was mich manchmal auch aufregt, man hat den Eindruck gelegentlich, dass diese Menschen, die da sind, eine Bedrohung für uns sind. Das kann doch nicht wahr sein. Die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt, im Mittelmeer, die bedroht mich, kann ich nicht erkennen. Waffen bedrohen mich, die Unruhen im Nahen Osten bedrohen mich, zerfallende Staaten bedrohen mich, Hass und Gewalt in unserer Gesellschaft bedrohen mich, aber nicht die Mutter mit dem Kind, die im Schlauchboot sitzt. Das müssen wir doch mal wirklich unterstreichen und denen muss geholfen werden. Da werden wir sicher vielfältig etwas tun müssen,
Aber ohne internationales und europäisches Engagement geht es nicht. Und wir wissen natürlich auch, dass die Zahlen zurückgehen sollten, damit die Menschen dort bleiben. Das Beste wäre, sie würden einen Ort finden, dass sie in ihrer Heimat und in der Nähe ihrer Heimat bleiben. Das ist klar. Aber das muss in menschenwürdiger Weise möglich sein. Auch die Menschen, die zurückgeführt werden, irgendwann sind nicht aus unserem Verantwortungsbereich entlassen. Können wir sagen, da haben wir dann nichts mehr damit zu tun. Sind wir das Problem los? So sehe ich das nicht und keiner von uns hier. Also auf der einen Seite stehen die humanitären Verpflichtungen und es muss weiterhin dabei bleiben. Ich wiederhole das, das ist ja von allen gesagt worden. Wer nach Europa flüchtet, weil er in seiner Heimat an Leib und Leben bedroht ist, hat Anspruch auf unseren Schutz und ein faires Verfahren. Im Vergleich zu anderen europäischen Regierungen hat die deutsche Bundesregierung viel eigentlich dafür getan, dass das auch geschehen kann. Und wir hoffen alle sehr, das haben ja jetzt auch die europäischen Bischöfe getagt, jedenfalls die, die auf der Balkanroute sind. Unser Beauftragter Bischof Zivkovic hat das organisiert und wir werden auch im Rahmen der Europäischen Bischofskonferenz, der COMECE, darüber sprechen. Ich hoffe sehr, dass die Europäische Union trotz der Schwierigkeiten jetzt eigentlich daran reift und merkt, dass wir eine gemeinsame Wertebasis haben, von der so oft die Rede ist, eine gemeinsame politische Aufgabe, die sich daraus ergibt. Natürlich ist auch die Gefahr da, dass Europa einen Rückschlag erleidet, aber wir alle werden mit dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Die Fragen des sozialen Zusammenhalts bei uns stellen sich uns auch, aber auch da noch einmal die Erfahrungen, die heute Morgen gesagt wurden. Auch das sagen ja manche Untersuchungen, vielleicht kann der Herr Professor das bestätigen. Da, wo Menschen zusammenkommen, wo sie sich begegnen, wo sie miteinander unterwegs sind, wo man ihnen hilft, den anderen auch zu erkennen und mit ihm zu reden, sinkt die Angst vor dem Fremden. Könnten wir Beispiele ohne Ende nennen, dass das so geschieht. Und die Aufgabe der Kirche ist, das zu ermöglichen, dass, wo Menschen sich begegnen, auch unterschiedlicher Kulturen, die Angst vor dem anderen verschwindet. Das ist eine Frage, eben, die uns dann in besonderer Weise auch beschäftigen wird, in der Frage der Integration. Und die Ängste der Menschen ernst zu nehmen, ist auch für uns eine Selbstverständlichkeit. Was ist Aufgabe des Staates? Die Angst vor Kontrollverlust, all das ist ja durchaus mit Händen zu greifen. Aber was nicht geduldet werden kann aus unserer Sicht, ist eine Tendenz hin zu rechtspopulistischen Sprüchen, Bewegungen, die die Ängste und Verunsicherungen verschärfen, die bewusst dramatisieren und damit im Grunde die Tendenz hin zu Intoleranz und Fremdenfeindlichkeit erhöhen, dadurch, dass so geredet wird. Deswegen haben wir uns auch entschlossen, als Bischofskonferenz dieser breit angelegten zivilgesellschaftlichen Allianz für Weltoffenheit beizutreten oder sie mitzuorganisieren. Schon vor Weihnachten haben wir darüber telefoniert mit den verschiedenen Gruppierungen, die ja letzte Woche vorgestellt worden ist. Da sind die beiden großen Kirchen dabei, Zentralrat der Juden, Koordinationsrat der Muslime, Gewerkschaften, Arbeitgeber, Vertreter der Wohlfahrt, Kultur, Sport, Umweltschutz. Alle wollen sich noch einmal verpflichten, für das gesamtgesellschaftliche Wohl einzutreten, gegen Fremdenfeindlichkeit, eine Allianz für die Weltoffenheit. Die Zivilgesellschaft soll sich da verbinden in diesem Bündnis. Gemeinsam senden wir ein unmissverständliches Signal aus, dass die überwältigende Mehrheit der deutschen Gesellschaft für die Werte der Solidarität, der Mitmenschlichkeit und des Rechtsstaats einsteht. Die Wahrung der individuellen Würde eines jeden Menschen, gerade auch der Flüchtlinge und Migranten, muss weiterhin Dreh- und Angelpunkt aller gesellschaftlichen und politischen Bemühungen sein. Wir würden die Axt an die Wurzel unserer Gesellschaftsordnung legen, wenn wir davon abrückten. Wir würden, theologisch gesprochen, unsere Seele verlieren, wenn wir diesen Maßstab in turbulenten Zeiten an die Seite legen würden. Danke. Vielen Dank, Herr Kardinal Marx, der Sonderbeauftragte für Flüchtlingsfragen. Herr Erzbischof Hiese. Meine Damen und Herren, im vergangenen September hat mich die Bischofskonferenz zum Beauftragten für Flüchtlingsfragen ernannt. Also seit einigen Monaten habe ich dieses Amt inne.
sind turbulente Zeiten gewesen, in denen täglich mehrere tausend Menschen in unser Land gekommen sind. Die Zahlen sind im Laufe der letzten Monate, gerade jetzt im Winterhalbjahr, zurückgegangen. Aber uns allen ist klar, dass sicher bei besserem Wetter, bei anderen Umständen, bei neuen Routen, die eröffnet werden, wieder sehr viel mehr Menschen in unser Land kommen werden. Und die Flüchtlingsthematik wird eine sein, die uns nicht nur in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr noch beschäftigen wird, sondern das wird das Thema der Zukunft unseres Landes, aber auch der Kirche sein. Deswegen kam der Studientag, der für heute schon von langer Hand geplant war, genau zur rechten Zeit. Wir befassen uns mit einer Kultur der Aufnahme und der Solidarität. Ich bin dankbar für die ganz zahlreichen, Hunderttausende sind das, die in unserem Land, in unseren Kirchen, katholisch wie evangelisch, in guter ökumenischer Verbundenheit hier miteinander einfach, oft auf sehr stille und geräuschlose Art und Weise sich einsetzen und einen Dienst tun. Man müsste sich fragen, was wäre in unserem Land, wenn das nicht wäre? Das ist nicht zu unterschätzen. Sie helfen bei der Unterbringung von Flüchtlingen, sie begleiten die Flüchtlinge bei Behörden, sie übersetzen, sie bieten Deutschunterricht an, sie kümmern sich um die Fragen, die anstehen, wenn Menschen kommen. Es geht aber auch weiter bis hin zur psychologischen Begleitung der Frauen. Wir haben eben von Erfahrungen schon gehört, die auf der Flucht haben durchmachen müssen, auch Erfahrungen von unbegleiteten Minderjährigen, die es zu verarbeiten gilt. Hier sind viele Ehrenamtliche, aber auch Hauptamtliche mit dabei. Einer unserer wichtigsten Aufgaben wird sein, die vielen Ehrenamtlichen professionell zu begleiten, damit sie nicht über ihre Kapazitäten gefordert werden, sondern dass sie wirklich gut und ausgeglichen diesen Dienst weiter auch tun können. Wir haben Ende letzten Jahres einen katholischen Flüchtlingsgipfel in Würzburg durchgeführt, bei dem wir versucht haben, alle wichtigen Akteure dieses Themenfeldes sozusagen an einen Tisch, jetzt mal im übertragenen Sinn, zu versammeln. Das scheint uns gelungen zu sein. Es waren etwa 130 Menschen aus allen Ebenen des kirchlichen Lebens, die dort zusammengekommen sind. Und bei dieser Gelegenheit haben wir eine erste Lesung von Leitsätzen unserer kirchlichen Flüchtlingsarbeit vorgenommen. Die konnten dann anschließend nochmal, wie das so üblich ist, in einem Modi-Verfahren ergänzt und korrigiert und bereichert werden. Wir haben hier schon in der Konferenz über diese Leitsätze diskutiert und werden sie auch schlussendlich morgen verabschieden und dann an die Öffentlichkeit als Bischofskonferenz rausgeben. Ich nenne einige wesentliche Dinge. Wir beschreiben in einem ersten Absatz ein wenig die Situation, haben das aber bewusst kurz gehalten, weil vielen die Situation hinlänglich bekannt ist. In einem zweiten versuchen wir, Grundsätze von kirchlicher Flüchtlingsarbeit auf einer allgemeinen Ebene darzulegen. Und schließlich unter dem letzten Abschnitt geht es dann um konkrete Herausforderungen und Aufgabenstellungen, die wir und diese 130 Leuten, die beim Flüchtlingsgipfel versammelt waren, konkret sehen. Lassen Sie mich einige Stichworte nennen. Der Wohnraum als eine ganz wichtige Voraussetzung für die Integration von Menschen. Die seelsorgliche Begleitung unter den Menschen, die zu uns kommen, sind auch viele Flüchtlinge, die Christen sind. Und denen wollen wir uns besonders natürlich auch auf pastorale Art und Weise zuwenden. Wir legen einen Schwerpunkt in unseren Bildungseinrichtungen, gerade in den kirchlichen, in unseren eigenen Schulen und Hochschulen, die wir haben, bis hin zur Erwachsenenbildung. Und nicht zuletzt ist es natürlich unser Anliegen, dass diese Menschen auch in den Arbeitsmarkt integriert werden können, denn das dürfte jedem klar sein, nur wer arbeitet, hat eine Chance auf Zukunft in diesem Land. Deswegen ist das so bedeutsam. Eine ganz große und sicher langfristige Herausforderung wird die Integration in die Gesellschaft sein. Von daher ist der interreligiöse, aber auch der interkulturelle Dialog in unserem Land sicher etwas, das auch in den nächsten Jahren viel Kraft fordert. Wir legen ein Projekt wieder neu auf, mit dem wir in früheren Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht haben, und zwar was den Dialog zwischen Christen, Muslimen und
Juden auf lokaler Ebene anbelangt, weißt du, wer ich bin? Da erzählen Menschen, vor allen Dingen junge Menschen, Kinder, über ihre Geschichte, über ihr Leben, ihre kulturelle und religiöse Herkunft und versuchen auf diese Art und Weise miteinander in Kontakt und Dialog zu kommen. Das sind ein paar der Aufgaben, denen wir uns stellen. Dazu habe ich einen Arbeitsstab, aber wir sind angewiesen auf die vielen in den Diözesen, in den Verbänden, in der Caritas, in den verschiedensten Einrichtungen, die wir haben. Der Beauftragte der Bischöfe ist ein Koordinierender, aber keiner, der ersetzt, was vor Ort laufen muss. Ich kann unmöglich, um mal ganz einfach zu sagen, von Hamburg aus die Wohnungsfrage in München Süd lösen. Das ist Aufgabe des Bistums München. Ich komme nach München, also ich scheue mich nicht vor dem Süden, komme nach München, komme sogar in die Politik, zum Landtag, bin demnächst auch an der Katholischen Universität in Eichstätt und Ingolstadt, bin beim BAMF in Nürnberg, also da habe ich keine Gamaschen vor. Aber ich versuche das Ganze ein bisschen zu koordinieren, versuche die Leute zusammenzuführen. Und wir wollen einfach die guten Ideen, die es in unseren Diözesen schon längst gibt, so mit Drive versehen, dass sie vom Norden in den Süden, vom Süden in den Norden und vice versa zwischen Ost und West einfach dupliziert werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Erzbischof Heese. Herr Professor Oltmar. Ja, meine Damen und Herren, ich bin in einer besonderen Rolle. Ich bin nämlich Gast. Und ein Gast ist immer auch eine Art Beobachter. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, wenn Sie jemanden einladen, dass Sie auch dann ganz konkret beobachtet werden. Ich weiß auch nicht, ob in dieser Konstellation tatsächlich dieser Beobachterstatus wahrgenommen wurde. Was ich allerdings beobachte, ist, dass tatsächlich hier bei diesem Studientag dieses Thema Migration, Flucht, Asyl, Flüchtlingsschutz mit einer sehr breiten und sehr weiten Perspektive in den Blick genommen wird. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und zwar allein deshalb, weil wir gerade in den letzten Wochen, in den letzten Monaten beobachtet haben, dass die Debatte in Deutschland doch zunehmend stärker auf sich selbst bezogen worden ist. Und die Tatsache, dass wir es mit globalen Flüchtlingsbewegungen und eben auch mit einem globalen Flüchtlingsproblem zu tun haben, sehr weit in den Hintergrund gerückt ist. Ich glaube, man kann schon davon sprechen, die Debatte in Deutschland, nicht hier, heute, die Debatte in Deutschland der vergangenen Wochen ist sehr stark auch weltvergessen gewesen und durch ihre Konzentration auf Deutschland sind damit eben auch viele Aspekte außen vor geblieben, die ganz konkret eben auch die Kirche, die Kirchen angehen. Wir sehen, um nur ganz kurz auf diesen Aspekt einzugehen, der heute auch in den Blick genommen worden ist, wir wissen, 86% aller Flüchtlinge weltweit sind im globalen Süden, in den Entwicklungsländern aufgenommen worden, nicht in den reichen Staaten. 90% aller syrischen Flüchtlinge sind in der Region aufgenommen worden. 90% aller afghanischen Flüchtlinge werden in der Region aufgenommen. Das heißt also, spricht man über so etwas wie Flüchtlingshilfe, spricht man so etwa über so etwas wie Flüchtlingsschutz, dann muss man angesichts der sehr prekären Lebensverhältnisse von Flüchtlingen und den zum Teil ausgesprochen schwierigen Aufnahmebedingungen in vielen Staaten weltweit und eben auch gerade im globalen Süden auch dafür kämpfen, auch darüber sprechen, wie im Rahmen eben internationaler Flüchtlingsregelungen Hilfe geleistet werden kann, um die Situation des größeren Teils der Flüchtlinge weltweit zu verbessern und zu verhindern, dass eben in den Aufnahmeregionen und in den Aufnahmeländern eine Destabilisierung eintritt. Wir wissen heute sehr genau, dass Europa und auch Deutschland in den vergangenen Jahrzehnten wenig Wert darauf gelegt hat, sich um internationale Flüchtlingssituationen, um internationale Flüchtlingskrisen auch zu kümmern. Die globale Flüchtlingssituation stand so gut wie überhaupt nicht
im Vordergrund. Ich möchte nur daran erinnern, dass im vergangenen Jahr noch, 2015, die europäischen Staaten, die Staaten der EU mit der Ausnahme der Niederlande, die Leistungen für die Versorgung von Flüchtlingen weltweit gekürzt haben, die Lebensmittellieferungen, die Mittel dafür gekürzt haben. Das zeigt eigentlich, wie gering das Interesse über lange Zeit hinweg auch war. Und wir wissen ja sehr genau, dass Institutionen wie der UNHCR und Herr Türk als Vertreter des UNHCR hat das heute ja auch noch mal geschildert, wie eben solche Institutionen wie der UNHCR, andere Hilfsorganisationen über lange Zeit hinweg auch unteralimentiert gewesen sind und von daher wenig Möglichkeiten hatten, die Hilfe vor Ort in den Krisenregionen auch ganz konkret zu leisten, die nötig gewesen wäre. Nur ein Hinweis, 86% aller syrischen Flüchtlinge in Jordanien leben unterhalb des nationalen Armutsniveaus und das Armutsniveau in Jordanien ist nicht sehr hoch. 20.000 syrische Flüchtlingskinder können im Libanon nicht beschult werden. Themen, die eben auch heute angesprochen worden sind. Was bedeutet, und damit möchte ich auch schon zum Schluss kommen, was bedeutet diese doch relativ geringe Berücksichtigung dieser internationalen Flüchtlingssituation, dieser globalen Flüchtlingssituation für Deutschland, für Europa, für die Debatten heute? Ich denke, man kann schon davon sprechen, dass doch über einen relativ langen Zeitraum hinweg Europa eher bemüht war, gegenüber Flüchtlingen Abwehrperspektiven zu zeigen, als auf globale Flüchtlingssituationen einzugehen. Und das hat auch ganz explizit dazu geführt, dass in Europa sich wenig Kenntnisse und Kompetenzen herausgeprägt haben, wie eigentlich mit Flüchtlingen und mit Flüchtlingssituationen umzugehen ist. Und in gewisser Weise schlägt dieses spezifische Nichtwissen und Nichtkönnen im Blick auf den Umgang mit Flüchtlingsbewegungen heute auch zurück. Wir haben das Jahr 2015 erlebt. Wir haben erlebt, wie groß die Schwierigkeiten doch waren, dass in Europa, auch in Deutschland, die Behörden sich beispielsweise auf diese Konstellation eingestellt haben. Nötig ist, dass über die in den vergangenen Wochen und Monaten hinaus ständig angemahnten europäischen Lösungen für die anstehenden Aufgaben, dass diese Perspektiven auch geweitet werden. Nötig ist eben auch, dass Konzepte entwickelt werden für den Umgang mit den globalen Flüchtlingssituationen, mit den globalen Flüchtlingsproblemen. Denn das, was Europa bzw. Deutschland heute betrifft, ist eben auch Teil des globalen Flüchtlingsproblems. Und ich habe häufig den Eindruck, dass das vergessen wird. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Professor Oltmar. Die Ausführungen von Herrn Tück vom UNHCR können Sie nachher auf dbk.de lesen. Herr Tück hat uns vor der Abreise noch gesagt, wir dürfen sein Manuskript im Netz bereitstellen. Das finden Sie dann nachher. So, Ihre Fragen des Podiums antworten. Ich will nur gleich schon hinzufügen, Einzel-O-Töne machen nachher nur Erzbischof Heese und Herr Professor Oltmer. Deshalb fragen Sie alles, was Sie jetzt schon immer fragen wollten. Das Feuer ist frei. Bitte ein Mikrofon nehmen, weil wir einen Livestream haben. Bitte schön, EWTN. Christina Blumrath von EWTN. Herr Kardinal, ich habe folgende Frage. Sie haben in Ihren Ausführungen nicht einmal das Wort Christ benutzt. Wir haben heute Morgen im Evangelium gehört, dass wir mit Fremden in unserem Land gut umgehen müssen, dass sie willkommen sind, aber dass sie sich religiös unterordnen sollen. Wie haben wir das aufzunehmen und wie ist Ihre Erklärung dazu? Ja, man kann das Wort aus dem Buch Levitikus hier sich eins zu eins übertragen. Das ist, glaube ich, in einem bestimmten Kontext gesagt. Hier geht es ja darum, dass wir auf der einen Seite, der Erzbischof Heese hat es sehr gut eben gesagt, eine besondere Verpflichtung haben der Seelsorge gegenüber den christlichen Brüdern und Schwestern, die aus dem, besonders aus dem Nahen und Mittleren Osten kommen. Gleichzeitig bedauern wir, dass sie kommen, in dem Sinne, dass eben die Präsenz der Christen in diesem Gebiet, wo sie seit 2000 Jahren leben, zu Ende geht in manchen Territorien. Das ist erschütternd. Seit Jahren und Jahrzehnten kämpfen wir als Kirche in Deutschland auch dafür und die anderen ja genauso, dass die Präsenz der Christen in diesem Land bleiben kann.
und dass sie sehr, sehr wichtig ist. Und ich kenne sehr, sehr viele muslimische Verantwortliche, auch politische Verantwortliche aus den Gebieten, die sehr, sehr traurig sind darüber, dass diese Präsenz schwächer wird. Wenn Sie zu uns kommen, wir haben uns damit beschäftigt auch, muss man eine spezielle Aufmerksamkeit auch haben, seelsorglich. Und wir wollen auch noch mal einen Flyer herausgeben, damit auch unsere Christen hier und die Pfarrer und die Verantwortlichen ein bisschen Überblick haben. Das ist nicht immer ganz einfach, all die Kirchen des Orients und der Orthodoxie und der verschiedenen Traditionen zu kennen. Wir haben aber Gott sei Dank in Deutschland eine Vielfalt auch schon bestehender Gemeinden, wo sich dann die Christen sammeln. Das andere Thema, was Sie im Grunde dadurch andeuten, ist, wie kann es überhaupt in einer offenen Gesellschaft ein respektvolles Miteinander von Religionen, Weltanschauungen, nichtgläubigen Menschen geben? Das ist der große Testfall der modernen Zivilisation, die hoffentlich nicht ohne Fundament, ohne Prinzipien ist. Wir können sagen, diese Prinzipien sind in Europa, in Deutschland immer noch sehr stark geprägt, Gott sei Dank, vom christlichen Glauben. Das heißt aber nicht, dass jemand Christ sein muss, um hier zu leben. Das ist ein Unterschied. Wir leben in einer offenen, freien, pluralen Gesellschaft. Und die zu bauen, wird auch ein großes Projekt sein, wo ich mir hoffe, dass wir als Christen einen Beitrag leisten, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen können und müssen, ohne auf ihre eigenen Wahrheitsansprüche zu verzichten, ohne ihren Glauben zu relativieren, weder wir Christen noch die anderen auch nicht. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Da müssen wir uns helfen. Und das erwarten wir von jedem, der hier hinkommt, dass er sich auf diesen Weg begibt, des Respektes und der Toleranz und des Wahrnehmens des anderen und der Anerkennung. Also das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit für alle, für die, die hier sind und für die, die kommen. Auch für die, die hier sind. Es ist nicht immer einfach. Das Problem sind nicht nur die kommen, sondern auch die, die hier sind. Ludger Möllers, ich bin für die Schwäbische Zeitung unterwegs. Ich habe zwei Fragen, Herr Kardinal. Sie sprechen viel über Europa. Erste Frage, wie sind Sie denn mit Ihren europäischen Kollegen, vor allen Dingen in Polen und der Slowakei unterwegs? Zweite Frage, wie groß ist denn die Gefahr, dass Europa daran zerbricht? Also an das Zweite will ich gar nicht denken. Aber ich habe ja gelegentlich gesagt, ich habe noch nie so viele Sorge gehabt darum, dass Europa daran, ich will es mal vorsichtig sein, zerbrechen ist ein starkes Wort, aber Schaden nimmt. Schaden nimmt, und zwar langfristig. Die Sorge habe ich wirklich. Aber ich bin kein Typ, der sich jetzt nun in den Sorgen verfängt. Ich muss ja nach vorne schauen. Wie können wir einen Beitrag leisten? Und die Kirche hat eigentlich immer das Projekt Europa als ein Projekt der Einheit des Wertefundaments propagiert. Wie können wir als Kirche da etwas tun? Und das tun wir. Wir haben ja die Kommission der Europäischen Bischofskonferenzen der Europäischen Union. Ich habe eben von der Komitee gesprochen. Da bin ich ja der Präsident. Und wir haben genauso wie hier auch einen Beauftragten bestimmt bei der letzten Plenarversammlung in Paris, wo es eigentlich hauptsächlich um Klima ging. Klar, es war die Klimakonferenz. Aber wir haben uns auch sehr intensiv mit dem Flüchtlingsthema beschäftigt. Der Bischof Zivkovitz von Eisenstadt hat auch noch mal die kirchliche Position zu Fragen von Flucht und Migration sehr gut zusammengestellt. Das können Sie im Internet bei der Comice nachlesen. Ich habe dann einen Brief an die Regierungschefs geschrieben, auch an die Kommission, an die Verantwortlichen in Europa, mit diesem Text, wo unsere ethischen Orientierungen drinstehen. Da sind wir eins. Und auch zu einer gemeinsamen Verantwortung gemahnt. Es ist nicht so, als hätten wir nun gar nichts gemeinsam gesagt. Die Situation in den Ländern ist auch nochmal unterschiedlich. Da habe ich keine Beurteilung abzugeben. Deswegen war ja die Idee, finde ich sehr gut, der Bischof Zivkovitz dann jetzt aufgegriffen hat und durchgeführt hat. Das ist leider jetzt parallel gewesen mit unserer Bischofskonferenz. Der Weihbischof Heinrich von Berlin hat uns dann vertreten in Wien, Heiligenkreuz. Eben alle Bischöfe, damit man sich austauscht, damit nicht übereinander reden, miteinander redet, der Balkanroute zu versammeln und sich auszutauschen über die aktuelle Situation in diesen Ländern. Ich habe noch keinen ausführlichen Bericht, sondern nur, dass der Austausch sehr intensiv war. Weihbischof Heinrich hat mich informiert. Und es waren auch Bischöfe aus dem Nahen Osten da, die, glaube ich, gespürt haben, wir stehen hier als Kirche zusammen, wenn es vielleicht auch sehr unterschiedliche Situationen gibt. Also ich würde nicht sagen, hier ist die Kirche
unterschiedlich aufgestellt, sondern wir bemühen uns, gemeinsam die Probleme zu sehen. Es gibt natürlich, das wissen alle, eine bestimmte Richtung, die wird von den Flüchtlingen gewünscht, auch natürlich nach Deutschland hin, nach Schweden. Es gibt bestimmte Länder, in die diese Flüchtlinge wollen, weil dort natürlich auch die Hoffnung auf wirtschaftliche Prosperität oder auf eine Chance, das Leben einigermaßen besser zu gestalten, gegeben ist. Das wird nicht immer so einfach sein, dann europäische Lösungen zu finden. Frau Arning? Silke Arning vom SWR. Ich wollte gerne fragen, Sie haben in den Tagen jetzt deutlich gesagt, Nüchternheit ist gefordert, man soll sozusagen die Agenda abarbeiten. Können Sie bitte, Herr Kardinal Marx, konkrete Schritte benennen, Lösungen? Was muss jetzt getan werden, um eine Spaltung der Gesellschaft zu verhindern? Also konkrete Beispiele, das wäre meine erste Frage. Und die zweite, am Freitag wird das Asylpaket 2 im Bundestag verhandelt. Und nach dem, was gerade Herr Bischof Trelle erörtert hat, müsste die katholische Kirche hier vehement ihr Veto einlegen. Wie kommentieren Sie das? Ich will aber auch meine Mitstreiter hier mit ins Boot nehmen. Also ein wichtiger Punkt ist ja, dass wir etwas klarer sehen, was die Zahlen angeht. Also das, was das Bundesamt tun muss, um einen Überblick zu bekommen, wer hat einen berechtigten Asylantrag, wer läuft unter Asyl und wird auch angenommen, wer wird geduldet. Also insofern haben wir doch gar keinen Überblick über die Zahlen. Das wäre vordringlich, um überhaupt dann auch die weitere Diskussion zu führen. Wir haben ja gesehen, diese leicht entflammte Debatte über Familienzusammenführung hat dazu geführt, dass man auf einmal gemerkt hat, das betrifft, glaube ich, 100 oder 200 Personen. Da merkt man, da wird was aufgeblasen und hat gar nichts mit der Realität zu tun, die jetzt hier ansteht. Und das Asylpaket wird man auch natürlich vom Gesetzgebungsverfahren her begleiten. Wir haben weiterhin Anfragen an das Konzept der Herkunftsländer, das war in der sicheren Herkunftsländer, das war immer so, das hat sich jetzt nicht geändert. Ich kann verstehen, dass man jetzt das einbringt, dass man die Verfahren beschleunigen will. Wir müssen nur als rote Linie einsetzen. Es darf nicht sein, dass jemand in Gefahr kommt, in ein Land zurückgeschickt zu werden, wo sein Leib und sein Leben bedroht ist. Das ist für uns die rote Linie, die man nicht überschreiten darf. Aber vielleicht kannst du das ergänzen und ihr, was noch an konkreten Dingen zu tun ist. Und die europäische Lösung, die politische Lösung, kann im Grunde genommen von uns natürlich nicht erledigt werden, aber sie ist notwendig, damit wenigstens sichtbar wird. Es geht nicht einfach immer so weiter. Jedes Jahr kommen 1 Million nach Deutschland und bleiben hier. Und im Grunde genommen wäre auch wichtig, nicht ständig auch noch die gespaltene Gesellschaft zu beschwören. Da bitte ich auch die Medien ein wenig aufzupassen, nicht zu tun, als sei unsere Gesellschaft schon gespalten. Ist das denn wirklich so? Das kann ich nicht erkennen. Man beschwört das und befördert es, indem man ständig darüber redet und so tut, als würden wir alle gegeneinander stehen. Die Spannungen sind da und wir müssen sie beruhigen, indem wir die Sache, die Zahlen und auch die Agenda gut erklären. Und das ist vielleicht etwas, was die Politik auch tun könnte. Vielleicht noch mehr, ich bin jetzt kein Politiker, erklären, was wird in den nächsten Wochen und Monaten getan, was wollen wir erreichen, wie wollen wir voranschreiten. Aber etwas mehr Ruhe, meine ich, wäre schon angezeigt.